Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Jahr. Es folgt Herr Kollege Stadler. Auch ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, schlicht und einfach deswegen, weil der Türkei-Beitritt nicht stattfinden kann. In Österreich wird eine Volksabstimmung dazu notwendig sein, die ist von der Regierung versprochen. 80% der österreichischen Bevölkerung sind stabil gegen einen Beitritt der Türkei. Ich schaue mir an, wie das Ratifizierungsverfahren dann ausgehen sollte. Niemand kann, und das hat der Kollege Pieper von der EVP schon gesagt, niemand kann diesen Beitritt finanzieren. Niemand kann akzeptieren, dass jemand überhaupt Beitrittswerberkandidat sein kann, der ein Mitglied dieser Union ablehnt, der einen Teil des Unionsgebietes militärisch bis heute besetzt hält und nicht im Traum daran denkt, die militärische Räumung dieses Gebietes vorzunehmen. Daher sollte man ehrlicherweise der Türkei sagen, sie wird nicht Mitglied der Europäischen Union, weil sie auch nicht Teil Europas ist, aber sie steht zwischen Europa und dem Vorderen Orient und daher hat sie eine privilegierte Partnerschaft in Aussicht, aber nichts anderes. Maximal eine privilegierte Partnerschaft ist ein Gebot der Ehrlichkeit, auch des Umgangs mit der türkischen Bevölkerung und der türkischen Regierung. Daher müsste man längst über Alternativen nachdenken, als so lächerliche Fortschrittsberichte vorzulegen, wie dieser Bericht beschlossen wurde. Vielen Dank, Herr Kollege Stadler. Frau Kollegin Macovei. Thank you, Chair. Vielen Dank, Herr Präsident. Es sind Fortschritte gemacht worden von Seiten der Türkei. Aber ich möchte auf die Bereiche zu sprechen kommen, wo noch mehr Fortschritte erforderlich sind. Die Türkei muss